In Australien ist einer 64-jährigen Frau ein Wurm aus dem Gehirn entfernt worden. Der Parasit kommt normalerweise vor allem bei Pythonschlangen vor. Nach Angaben der Ärzte war dies der erste bekannte Fall, in dem die Spezies einen Menschen befallen hat. If you think of the human brain, which is, I mean, quite big, but not huge, and this worm was 8 centimeters long, and it was alive and wriggling when our poor but very skilled neurosurgeon took it out with some forceps. Die Patientin aus dem australischen Bundesstaat New South Wales hatte seit längerer Zeit über Bauchschmerzen, Durchfall und Gedächtnisverlust geklagt. Eine vermutete Läsion in ihrem Gehirn stellte sich als der Wurm heraus.